Genau. YouTube ja noch ein Hobby ist, oder? Ja, also das mit dem Geld bei YouTube ist wirklich so eine Sache, das wirst du vielleicht auch wissen, dass die Einnahmen da immer mehr zurückgehen. Also Also ich habe nur keine generiert in der Form, also das ist nicht wahrnehmbar, ja. Ja, also du brauchst ja auch erstmal, ich glaube, über 70 Euro muss man kommen, dass man es ausgezahlt bekommt. Da komme ich schon drüber, aber es ist so, ich habe jetzt inzwischen 1,5 Millionen Aufrufe im Schnitt im Monat, manchmal auch 2 Millionen Aufrufe. Was ein paar mehr ist als ich noch, aber... noch, wird sich bestimmt noch ändern. Die Arbeit dran, ja. Ja, und mit dieser Summe an Aufrufen hätte ich vor 4 Jahren, als ich angefangen habe, locker leben können. Das hätte ich nichts anderes machen müssen. Heute würde das niemals zum Leben reichen. Es sind einfach immer mehr Leute, unter denen der Kuchen aufgeteilt wird, weil immer mehr Leute ihre Videos monetarisieren und dann bleibt immer weniger für die Leute hängen. Ich kann es auch in Zahlen sagen, also vor 4 Jahren gab es für 1000 Klicks ungefähr noch so ja, 2,50 Euro, 3 Euro vielleicht. Inzwischen gibt es für 1000 Klicks bei mir 60 bis 70 Cent. Aber das meint nicht Klicks auf Videos, sondern Klicks auf Werbung. Also das kann man sich dann ja denken. Das ist nicht so wirklich viel. Also wo landest du dann? Ich meine, ich stelle mir vor, dass jetzt du hast jetzt weniger Zeug zu verkaufen, aber zum Beispiel deine Freundin, die jetzt dann irgendwas vorstellt und da potenziell irgendwelche Affiliate-Links oder so drinnen hat, da geht es dann eher, wenn es ums Geld geht, besser, oder? Wenn sie es machen würde, aber sie macht es nicht. Also okay, das weiß ich jetzt nicht, ja. Genau, wir haben für uns beschlossen, dass wir keine kommerziellen Kooperationen machen wollen, weil wir verlässliche Quellen sein wollen für unsere Zuschauer und uns da nicht kaufen lassen wollen. Das Einzige, was wir machen, ist mit öffentlichen Auftraggebern zusammenzuarbeiten, zum Beispiel Bundeszentrale für politische Bildung oder Stiftungen, die eben kein kommerzielles Interesse haben, sondern gemeinnützig unterwegs sind. Aber klar, wenn man sowas macht, dann kann man schon sehr gut verdienen. Also da haben sich manche schon ihr goldenes Näschen verdient, gerade weibliche Näschen, ja? Absolut, also da gibt es Leute, die im Monat 10.000 bis 50.000 Euro verdienen. Mit dem, ich kenne nur eine Bibi, die hat mittlerweile ihre eigene Shampoo-Linie, glaube ich. Ja, genau. Aber mit einem Freund und die sind immer auf Reisen, die haben wir zufällig entdeckt, voll faszinierend. Da ja. Siehst du, die hat gerade heute ihr Video hochgeladen und hat irgendwie schon 500.000 Zuseher gehabt oder so. Unfassbar, ne? Bibi ist ja auch die reichweitenstärkste YouTuberin in Deutschland. Ich kann sein, ja. Also es ist unfassbar, vor allem, ich bewundere das auch, dass sie das so geschafft hat. Natürlich ist es jetzt nicht der Inhalt, den ich mir angucke, es richtet sich ja auch an Jüngere. Aber ich bin fasziniert davon. Ja, man muss die Relevanz doch erstmal haben. Und ich finde es auch erstaunlich, ich mache mir Gedanken, ist mein Ton okay von meinem Video, ist das Bild in Ordnung? Ja, und sie setzt sich vor die Kamera, hat nicht mal ein externes Mikrofon genau verwackelt oder sonst was und hat trotzdem halt 1 Million Klicks. Und das finde ich auch der Reiz an YouTube, dass es eben nicht super professionell sein muss und trotzdem funktionieren kann. Stimmt, ja. Wobei natürlich, es kommt darauf an, was du verkaufen willst oder was du anbieten willst. Wenn es dir jetzt vielleicht um Finanzdienstleistungen geht, dann würde ich jetzt nicht... Kommt drauf an. Also ich finde, man wird ja immer so Solmecke macht, unser lieber gemeinsamer Freund oder Freund, aber Bekannter, macht es ja ähnlich. Der ist ja auch eigentlich relativ leger unterwegs in seinen Videos und tut zum Teil sogar die Leute. Und ist trotzdem als sehr, sehr gefragter Anwalt. Auf jeden Fall. Also wird man ja auch mal gefragt, wie schafft man es denn bei YouTube erfolgreich zu sein? Es ist immer ganz schwierig, da so ein Geheimrezept jemandem mit auf den Weg zu geben. Aber ein großes Ding, ein Unwort eigentlich, ist auch Authentizität. Also es muss halt einfach, man muss den Leuten abnehmen, dass das, was sie da machen, dass sie das auch ernst meinen und dass sie dahinter stehen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und dann ist erstmal egal, ob die Leute in einem Studio stehen oder zu Hause im Wohnzimmer vom Kleiderschrank oder so. Es muss einfach nahbar sein. Und das ist auch der große Unterschied zum Fernsehen, wo halt alles sehr glatt ist und distanziert. Und YouTube ist eher halt so sehr auf Augenhöhe. Ja, wobei das schon spannend ist, das hat sich bei vielen schon noch eingebrannt, dieses alte Bild. Das merke ich bei vielen potenziellen Interviewpartnern, die dann aus einer anderen Generation noch kommen und sagen, ja okay, sie würden schon Interview, aber niemals Skype. Weil Skype ist viel zu schlecht, viel zu schlimm, das passt nicht zu ihrem Image, zu ihrer Brand, zu ihrem weiß ich was, weil die noch in dieser alten Welt verhaftet sind. Ja, genau. Und ich finde halt das Coole am Internet und ganz speziell bei YouTube ist, dass der Inhalt das Wichtigste ist. Und wenn halt das Bild verwackelt ist der Ton jetzt nicht top optimal, aber einfach der Content spannend ist, dann funktioniert das auch. Und darum geht's doch. Also es ist natürlich auch für uns, die wir da Videos ins Netz stellen, ganz beruhigend zu wissen, dass wir jetzt nicht das Hochglanzding da präsentieren müssen und es trotzdem funktioniert. Das denke ich mir dann immer mal, wenn ich
wieder irgendwie im Bild schneiden muss und was ich wirklich nicht gern mache, aber bei YouTube ist es ja eigentlich kein Problem, denke ich mir wieder, jo, ich ärgere mich wahrscheinlich drüber und das merkt später kein Mensch und so ist es auch meistens. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich aber in einem Video eine falsche Zahl habe, wenn ich eine Studie falsch zitiere oder sonst was, das fällt sofort auf und da beschweren sich die Leute. Und eigentlich finde ich das eine ganz coole Sache, dass sowas auffällt und nicht die äußere Form. Und das ist nämlich das, ja, wenn sie sich tatsächlich auf den Content noch beziehen. Es gibt ja auch die anderen, die einfach nur schimpfen, weil der Tag scheiße war für sie. Jo, klar, das auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist, was im Fernsehen oft zu beobachten ist, dass halt die äußere Form über alles geht. Da gibt es Hochglanz-Shows mit allem Möglichen, aber der Inhalt ist eigentlich völlig egal. Und das ist bei YouTube oft, leider nicht immer, aber oft anders. Woher hast du dir das, hast du das gelernt? Also wenn du eingestiegen bist in diese YouTube-Welt, hast du da irgendwelche amerikanischen Lehrervorbilder gehabt oder? Nee, gar nicht. Die du mitverfolgt hast, so Khan Academy damals vielleicht schon? Nee, ich bin ein ziemlich untypischer YouTuber, muss ich sagen, auch heute noch. Ich schaue mir relativ wenig an, inzwischen jetzt mehr, auch weil ich Vorträge halte und so über YouTube und da versuche, Leute zu beraten. Da muss man natürlich auch wissen, was ist da los. Aber so privat habe ich wenig abonniert und schaue mir wenig an. Und das habe ich auch, bevor ich gestartet bin, gemacht. Ich habe eine kleine Studie gemacht, damals noch während des Studiums zu YouTube. Und da habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt und das hat mir dann auch geholfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme dieses Vorbild und genau so will ich es haben. Hat sich dann eher so mit der Zeit entwickelt, als ich dann so ein paar YouTuber entdeckt habe, gerade im englischsprachigen Bereich, bei denen ich gedacht habe, oh cool, die machen genau das, was ich auch machen will. Und da könnte ich mir was abgucken. Wer wäre das zum Beispiel, den wir kennen könnten? Also was ich sehr cool finde, ist Crash Course. Das ist ein ganz großer Kanal, der ist von einem öffentlich-rechtlichen TV-Sendernetzwerk in USA betrieben. Sehr schulorientiert, gibt zu verschiedenen Schulfächern Videos, Bio, Physik, auch Geschichte. Sehr professionell gemacht und da finde ich einfach die Ansprechhaltung sehr cool und die Kreativität und super finde ich. Ich werde die dann alle verlinken, also dass das dann nachvollziehbar ist, ja, für Sie daheim, ja. Ja, genau, das wäre, also da müssen Sie auf jeden Fall mal reinschauen, das ist echt ganz ganz inspirierend, auch Vsauce ist ein super Kanal, auch englischsprachig, so ein Wissenschaftskanal, da finde ich auch einfach super, wie komplexe Zusammenhänge da auf relativ einfache Art und Weise und sehr spannend und unterhaltsam präsentiert werden, das sind so zwei Sachen, die mir wirklich gut gefallen. Also TED-Ed? Ja, kenne ich. Das ist auch ziemlich cool, das sind so 5-Minuten-Videos, wo dann auch zumeist recht geschickte Wissenschaftler ganz gut erklären, ja. Ja, generell genau. TED ist für mich einfach ein Heiligtum online, ja. Also ist grandios, was da an tollem Wissen weitergeben wird. Im Übrigen die Vera F. Birkenbiel, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, das war ja meine große Mentorin, da im deutschen Sprachraum war das mit die größte und wichtigste Trainerin sozusagen. Die war die erste deutsche TED-Talkerin. Okay. Da so, war sie ganz, ganz stolz drauf, so richtig, da haben wir wochenlang darauf hingeübt, auf diesen TED-Talk. Sie war noch aufgeregt, die ja wirklich schon vor, weiß ich nicht wie viele Millionen da damals Bücher verkauft gehabt hat und Vorträge gehalten hat, aber da war sie aufgeregt, den ersten TED-Talk zu halten. Ja, das war, ja das ist auf Deutsch muss man sagen. Ja. Natürlich hat es davor schon viele andere gegeben, auf Deutsch noch keine. Ja. Okay, ja, das ist auch eine Sache, die auch in Deutschland immer noch, bin ich in Kinderschulen steckt, auch Wissenschaftsvermittlung im Netz. Also ich habe so den Eindruck, gerade wenn sich Unis irgendwie daran wagen, mal bei YouTube was zu starten, kommt ja immer häufiger vor. Dann ja, das sind abgefilmte Vorlesungen häufig. Zum einen oder zum anderen sind es einfach ganz klassische Fernsehbeiträge. Das ist zwar richtig gut gemacht, aber oft halt ja, unterscheidet es kaum was von was jetzt bei Nano oder sonst wo im Fernsehen laufen würde. Ja. Ich bin in der Jury von einem Wissenschaftswettbewerb, Fast Forward Science heißt der, von Wissenschaft und Dialog. Ist ein sehr schöner Wettbewerb. Stimmt, haben wir mal besucht, der Lieber, oder? Ja, genau. Und da bekomme ich sehr viele Videos zu sehen, sehr viele Wissenschaftsvideos und da fällt mir immer wieder auf, dass da ist schon viel Wille dabei, aber so ein bisschen, es fehlt so der Blick über den Tellerrand hinaus und es fehlt so ein bisschen, also nicht pauschal, nur bei einigen, gerade bei den großen Instituten, fehlt so ein bisschen der Blick dahin, wie könnte man das denn unterhaltsam gestalten? Ich habe so den Eindruck, dass gerade in der Wissenschaft immer ein bisschen die Angst davor ist, dass man unseriös oder falsch sein könnte. Ja, das ist diese deutsche Mentalität, aber zum Teil auch. Ja, oder Deutsch, Österreich, Schweiz, das ist so dieser eine Kulturraum, ja.